Ja, unter meinem letzten Video zum Wendigo Koloss, als ich den Solo gelegt habe, habe ich Buffs benutzt. Und zwar Ballistic Bock und Vollensuppe. Und da mir das alles einen Schadensbonus gibt, also Ballistic Bock zum Beispiel, gibt mir einen Booster, einen Buff auf Schaden. Und zwar erhöht den Schaden ballistischer Waffen um 15%. Ja, erhöht aber auch die Abnutzung 5 Minuten lang um 15%. Gut, und dann natürlich noch die Vollensuppe. Vollensuppe habe ich jetzt keine da, die ist nämlich abgelaufen. Aber wie ihr an die Rezepte rankommt und wie ihr sie craftet, das zeige ich euch im heutigen Video. Und damit heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir beginnen mit der Vollensuppe. Die Vollensuppe, die gibt uns einen Buff, und zwar 20% auf kritische Treffer, also mehr Schaden, ja, 20% mehr Schaden. Dadurch, dass ich allerdings eine Mutation habe, und zwar, wo haben wir es hier? Pflanzenfresser ist Gemüse, aber kein Fleisch, ohne Krankheiten und, also okay, um fast das Doppelte an Vorteilen zu erhalten. Warum da jetzt irgendwie 2 Minus steht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, normalerweise gibt dir die Vollensuppe 20% mehr kritischen Trefferschaden. Wenn wir Pflanzenfresser-Mutationen drin haben, dann sind es sogar 40%. So, wo kriegen wir jetzt die Zutaten her? Und zwar für die Fäulensuppe. Das ist einer der bekanntesten Orte für Fäule. Wir brauchen nämlich Fäule. Entweder Big Ben Tunnel oder Levisburg. Ich mache es halt immer hier. Big Ben Tunnel spawne ich. Das ist der Ort, der reicht mir. Der reicht mir vollkommen. Es gibt auch noch ein paar andere Orte hier im Ash-Heap, wo man auch Fäule finden kann. Aber der ist am ergiebigsten, und das, was ich hier rausbekomme, das reicht mir. Ja. Fäule hat auch eine Abklingzeit von, ich glaube, 24 Stunden oder sowas. Irgendwie sowas um den Dreh. Meine Fäule ist jetzt abgelaufen. Das ist jetzt schon 2 Tage her, dass ich das letzte Mal Fäule gefarmt habe. Und ich kann sie gerade irgendwie nicht farmen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. So. Dann zu den Perks, einfach nur unter Perception den grünen Daumen, denn Fäule ist eine Pflanze und mit dem grünen Daumen erhalten wir die doppelte Menge. Ja, also wie gesagt, das reicht. So, vom Big Ben Tunnel Spawn aus gesehen laufen wir hier nach links. Hier sind überall Bäume und wir halten Ausschau nach diesen gelblich-orangenen Pilzen, die an den Bäumen wachsen, und das ist Fäule. Das ist die Fäule, so sieht sie aus, die müssten wir jetzt farmen. Ja, da wären jetzt hier zum Beispiel 2. Dann laufe ich meistens hier hinten rum. Ich kann mir die Spots nie 100% merken, wo die Fäule ist. Ich muss da selber immer wen gucken. Dann haben wir hier nochmal 1. Ja, und hier, da hätten wir jetzt schon 8 Fäule. Überhaupt kein Thema. Dann laufe ich hier meistens immer zurück und schaue mir dann hier auch nochmal so die Bäume beim Vorbeilaufen an. Ja, und dann findet man meistens noch irgendwo Fäule. Hier zum Beispiel wäre auch nochmal eine Fäule. Die könnten wir sammeln. Dann hier hinten rum. Ja, und ich habe das auch schon so gemacht, dass ich mal einen Kollegen mitgenommen habe, weil, das war gestern, genau, gestern habe ich einen Kollegen mitgenommen, weil ich sie nicht farmen konnte, weil der Respawn irgendwie noch nicht getriggert war. So, wir laufen hier rüber. Der Respawn war nicht getriggert, und dann habe ich einen Kollegen darum gebeten, die Fäule einzusammeln und mir dann zu geben. Normalerweise sind das ungefähr 24 Stunden. So, dann kann man, wo war das? Hier war irgendwo auch nochmal Fäule. Ich weiß jetzt nur nicht mehr so 100% wo. Ich glaube da oben die Richtung. Wenn ich das noch im Kopf habe, müsste das gewesen sein. Okay, auf jeden Fall müsste hier dann einfach rumlaufen. Und, hier ist der Baum. Okay, genau, hier ist nochmal Fäule und da ist nochmal Fäule. Ja, also haben wir auf jeden Fall genug. Und was wir dann halt noch brauchen, ist abgekochtes Wasser. Da besorgt ihr euch einfach Wasser, stinknormales Wasser aus einem Tümpel, und das kocht ihr ab. Und dann habt ihr im Kochmenü unter Nahrung die Fäulensuppe. Und das war es eigentlich auch schon. Nach über 1000 Spielstunden kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob es für die Fäulensuppe wirklich ein Rezept gibt. Ich glaube aber, dass es ein Rezept ist. Das schaltet man automatisch frei, sobald man Fäule gefarmt hat. Müsste ich nochmal gucken. Wer es weiß, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich glaube, Vollensuppe hat kein Rezept, das man lernen muss, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Okay, dann kommen wir jetzt zu Ballistic Bock. Ballistic Bock gibt uns ja auch nochmal prozentualen Booster auf den ballistischen Schaden.
So, Ballistic Bock ist etwas anspruchsvoller. Wo kriegen wir das Rezept her? Und zwar durch eine Quest. Wir müssen die Quest Nuka Schein spielen, also die Nuka Schein Quest. Und dann, wenn wir diese durchgespielt haben, die triggert man übrigens, also ich weiß nicht, an den Bahnhöfen habe ich jetzt kein Plakat dafür gefunden, aber man kann sich das Plakat in sein Camp reinbauen und von dort aus dann die Quest triggern, falls man die noch nicht hat. Und wenn man diese Questreihe Nuka Schein durchgespielt hat, dann kommt man letzten Endes zu Big L's Tattoo Studio. Und bei Big L ist es so, der hat für uns dann Tagesquests, ja. Also ihr könnt dann nach Beendigung dieser Questreihe, könnt ihr einmal am Tag zu Earl hingehen und könnt euch dort quasi eine Tagesquest abholen. Und mit Abschließen dieser Quest erhaltet ihr dann immer ein Rezept für irgendein tolles alkoholisches Getränk. Genau. Und darunter dann eben auch Ballistic Bock. Und da ist es halt eben so, Ballistic Bock benötigt natürlich ein paar Zutaten mehr. Hier ist übrigens L. Wenn ich den jetzt anklicken würde, dann würde eine Quest für mich triggern. Wo ist die Braustation? Ist hier. So, wir gucken, unter Biere ist dann halt eben Ballistic Bock. Dafür brauchen wir dann natürlich abgekochtes Wasser. Wir brauchen Holz, wir brauchen Klingenkorn, nukleares Material und Schießpulver. Also ich sag mal so, Schießpulver sollte ja eigentlich kein Problem sein. Einfach Stoff farmen, Säure farmen, dann kann man das herstellen. Supermutanten haben Schießpulver, von daher eigentlich kein Problem. Nukleares Material, gut, wo kriegt man das jetzt her? Also da kenne ich jetzt keinen speziellen Spot für das Ganze. Aber ich weiß zum Beispiel, dass halt eben Roboter teilweise und Gegner, also NPCs, die droppen auf jeden Fall nukleares Material. Wenn ihr einen Spot kennt, wo man gut nukleares Material farmen kann, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich habe mein nukleares Material sehr viel mit Spielern gehandelt, habe das mir von Leuten gekauft. Also war eigentlich immer ganz easy. Dann Klingenkorn. Klingenkorn gibt es beispielsweise... Ja, halt mal die Klappe, Earl. Der beste Spot dafür, und da nochmal Dankeschön an den Livestream-Chat. Ja, hat mir mal im Livestream, hat mir das mal einer geschrieben, das ist schon länger her. Und zwar, wenn ihr von ihr spawnt bei Gutshof Silver. Und wenn ihr dann von diesem Spawn aus einfach hier Richtung Süden weiter runterlauft, ist hier die Werkstatt, der Gutshof Billings. Und ungefähr hier, wo mein Marker jetzt ist, dort habt ihr ein riesiges Feld an Klingenkorn. So, ich zeige euch das mal schnell. Also ich bin jetzt hier bei Gutshof Silver gespawnt. Dann läufst du halt einfach hier hinter. Da hinten, wo das Haus ist, da ist die Werkstatt. Und da ist dann das riesige Feld an Klingenkorn. Da halt auch wieder mit grünem Daumen natürlich farmen. Ja, ja, komm. So, und hier hinter dem Zaun, hier sieht man es, wildes Klingenkorn. Ich kann jetzt nicht mehr alle farmen, weil ich farm hier nämlich immer sehr gerne. Aber normalerweise, die haben auch eine Respawn-Zeit, die ist charaktergebunden. Aber hier ist so viel wildes Klingenkorn, da könnt ihr dermaßen viel Ballistic Bock herstellen. Das ist echt der Wahnsinn. Und da müsst ihr das Bier halt eben herstellen an der Braustation und dann im Gärbottich nochmal gären lassen. Und dann ist es fertig. Ja, also gärungsfähig ist nicht das, was euch den Bonus gibt, sondern es muss dann fertig gegärt sein und dann habt ihr das. Geht auch nicht kaputt, also Ballistic Bock geht nicht kaputt, genau, ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen helfen und warum das mit der Fäule nicht funktioniert, warum ich die seit 2 Tagen nicht mehr farmen kann, da muss ich mich selber mal schlau machen, was da los ist, wie lange das da die Respawn-Zeit ist. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass das mit diesen 24 Stunden Respawn-Zeit auch nicht mehr ganz richtig ist, weil hier zum Beispiel das Klingenkorn, man sieht, dass viele Klingenkornpflanzen für mich nicht lootbar sind und das war auch vor 2 Tagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die Respawn-Zeit erhöht hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar auf 48 Stunden oder länger. Also ich habe da bei Respawn-Zeiten irgendwie, wie gesagt, irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass das nicht mehr so ganz hinhaut mit den 24 Stunden, sondern dass das irgendwie verlängert wurde. Da muss ich jetzt mal ein Auge drauf werfen und einfach mal gucken, wie lange die Respawn-Zeit beträgt. Und dann werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.